Ja, ich denke, dann fangen wir einfach mal an. Mein Name ist Inge Schubert, ich bin vom Zentrum der Kraft. Das ist Gabriela Schmidt, sie ist vom Zentrum der Heilkunst. Das Zentrum der Heilkunst ist in Schwetzingen. Ich bin in Limburg an der Lahn bei Frankfurt. Wir haben jeder eine Schule und Gabriela ist auch Co-Lehrer in meiner Schule. Und wir vertreten so dieselben Sachen und stellen uns auch gemeinsam vor. Im jetzigen Fall geht es um Grenzen und Möglichkeiten alternativer Heilkunst und was so alles da gemacht wird. Wir wollen auch eine Rückenbegradigung zeigen und ich möchte auch gerade noch ansagen, dass ich am Sonntag ja zwei meditative Heilevents habe mit Live-Musik von Twani und im zweiten Heilevent um 17 Uhr auch machen wir eine kollektive Rückenbegradigung für alle, die in diesen Heilmeditationen mit drin sind, dass die Information einfach gelaufen ist. Alternative Heilmethoden. Ein Heiler arbeitet in der Regel an der Seele des Menschen, auch jemand, der Shiatsu gibt, jemand, der kein Heilpraktiker und kein Arzt ist, der also keine Legitimation auf der schulmedizinischen Ebene hat, der arbeitet mit an der Seele des Menschen. Das heißt, er arbeitet an den Meridianen des Menschen. Das sind die Seelenbahnen oder die Nervenbahnen der Seele. Er arbeitet an den Chakren, das sind die Nervenenden der Seelen. Und er arbeitet in der Aura, das ist das feinstoffliche Konzept der Seele. Hier können wir arbeiten mit Magnetismus. Das heißt, indem wir unsere Kräfte, unsere energetischen Kräfte in die Hände hineingeben, was mittlerweile messbar ist. Wir arbeiten mit dem Geist, dass wir über den Geist den Klienten eine positive Energie geben. Das heißt, mein Geist muss dann stärker sein als der Geist oder das Bewusstsein des Klienten. Man kann ja sehr schön über die Quantenphysik lernen. Die Quantenphysik arbeitet über die Photonen und die Photonen werden von Bewusstheit gesteuert und unser Geist kann diese Bewusstheit auch steuern. Das kann man auch sehr schön im Manifestieren sehen. Wir machen ja auch am Sonntag ein Manifestationsritual. Und ich habe jeden Montagabend von 22 Uhr bis 22.30 Uhr ein Manifestationsritual laufen, wo man sich einklinken kann, Zentrum der Kraft. Dann ist man in dem Energiefeld drin, ist im Internet nachzulesen und ich mache eine halbe Stunde Heilung im Kollektivbewusstsein. Das ist kostenfrei. Und das läuft auch über dieses morphogenetische Feld oder Photonenfeld, wie ihr es auch nennen wollt. Wir wollen aber als erstes erstmal eine Begradigung zeigen, dass ihr so eine Idee dazu bekommt. Hat sich mal Lust, jemand hinzulegen? Gerne, fangen wir da an. Wir können auch zwei machen. Mit den Füßen so legen, dass die über die Liege drüber schauen. Was passiert in der Begradigungsenergie? Wir arbeiten mit ganz bestimmten Worten. Die Worte sind Begradigungsenergie, Christusenergie, die Energie des reinen Herzens, die Energie der bedingungslosen Liebe. Damit wird begradigt. Dann läuft die Energie rein. Man kann diese Energie auch einweihen, dass sich jeder benutzen kann. Es ist eine Easy-Energie. Die Schuhe hätten wir auch anlassen können, dann sieht man es deutlicher. Will mal jemand mit gucken beim Messen, dass wir vorher und hinterher Messung haben, dass man mal schauen kann, ja, die Beinlängen zu gucken. Wir arbeiten also mit diesen Mantras. Die Mantras werden auch übergeben oder eingeweiht, wobei man kann ja nichts einweihen, weil wenn ihr von der Quantenphysik ausgeht, dann ist ja in jeder Zelle alles gespeichert. Ich kann euch auch kein Reiki einweihen oder Reiki gerade, sondern das, was passiert, wenn wir etwas einweihen, ist, dass wir Energie aktivieren wie ein Symbol, wie ein Schlüssel und dass in eurer Zelle die Energieinformation aufgeht. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel Reiki 1 hat und möchte mit Reiki 2 arbeiten, dann kann er sich auch ein Buch holen, kann sich die Symbole nehmen, kann mit den Symbolen arbeiten, das wird funktionieren, weil dadurch, dass er sich mit Reiki beschäftigt, wird die Reiki-Energie auch laufen. Man muss Reiki auch nicht einweihen. Man geht, wenn dann überhaupt, zu einer Einweihung. Wie sieht's aus, Gabriela? Minimal. Dann will es jemand noch überprüfen? Jemand gucken hier vorne? Oder ist es so, kriegt das mit? Dann fang mal an. Die Energie wird runtergeholt. Christusenergie, Energie der bedingungslosen Liebe, des reinen Herzens für die Begradigung. Und dann wird die Energie in die Aura gesetzt. Wir machen gleich auch nochmal jemanden anderen. Und diese Energie gibt dann die Information ins System, dass begradigt wird. Es gibt also Menschen, die sagen, Begradigung hält immer. Ich schließe mich da nicht an. Ich habe also auch schon von solchen Menschen
nachbegradigt, die dann zu mir gekommen sind, hat gesagt, ich habe aber versprochen bekommen, ich habe so viel Geld bezahlt für eine Begradigung, weil das immer hält, es hat nicht gehalten. Kann es auch nicht, weil es geht ja darum, dass wenn wir begradigen, begradigen wir ja nicht nur den Körper, sondern wir arbeiten am Lebens- und am Seelenweg. Der Lebensweg ist das, was vorgeschrieben ist. Ja, aus der Nummer kommt ihr nicht raus. Ja, ihr habt euch im Himmel gemeldet oder ihr habt euch entschieden, an dem Tag, zu der Uhrzeit, zu dieser Stunde geboren zu werden. Und dann habt ihr eine bestimmte Lebensmatrix, die kann der Astrologe sehr gut lesen. Ihr sucht euch euren Namen auch selber aus, telefoniert den an die Eltern, das ist euer Grundfundament, das ist so eine Grundmatrix. An dem Namen kann man dann erkennen, was wollt ihr in diesem Leben erreichen. Das kann man zum Beispiel mit PSK arbeiten, psychospiritueller Kinesiologie, das machen wir auch am Stand, Namensmatrix erarbeiten. Wo will ich hin in diesem Leben und welche karmischen Boykottprogramme habe ich, die ich mir aus anderen Leben mitgebracht habe. Wenn man nicht aus anderen Leben glaubt, ist auch nicht wichtig. Dann hat man halt im Himmel die Hand gehoben, hat gesagt, den Job mache ich und den Job mache ich. Manche Leute haben ein bisschen oft die Hand gehoben, hätte es immer unten gelassen, hätte der jetzt nicht so viel Krankheiten und so viel Stress und so viele Dinge, die euch passieren. Aber ihr habt euch alles selber ausgesucht. Das heißt, kurz bevor ihr inkarniert, guckt ihr euch die Eltern nochmal an und sagt, mache ich das, mache ich das nicht? Die Eltern werden gefragt, auch bei einer Vergewaltigung haben die Seelen ja gesagt. Das Kind wird gezeugt, dann ist es 3 Monate im Bauch, überlegt sich, bleibe ich nicht. Kann sein, dass da noch jemand geht. Wie ist es? Ja? Wie geht's Ihnen? Dann noch mal jemand vielleicht einfach mal die Schuhe anlassen, auf den Rücken legen und dann gucken wir mal in Rückenlage, dass man das noch ein bisschen deutlicher sieht mit Schuhen. Ja, da kann man, lassen Sie mal die Schuhe überhängen, legen sich auf den Rücken, lassen die Schuhe an, dass man die Schuhsohlen sieht. Und dann kann man sehr schön im Liegen an den Schuhsohlen gucken, wenn man die Füße so zusammentut. Wie sieht es denn aus so von der Sohle her? Das ist kürzer. Wenn ihr was sehen wollt, dann versucht einfach mal auf die Füße zu gucken, weil man kann dieses Schieben unten an den Fußsohlen sehen, wenn wir arbeiten. Energetisch kann man es natürlich auch sehen, aber nicht jeder kann energetisch auch gucken. Auf der weltlichen Ebene seht ihr das wirklich eher an den Beinen und wie es sich hier unten schiebt. Man kann beide Beine sehen, weil auch wenn das Bein jetzt länger ist, wird da auch gearbeitet und das fängt sich dann an auszujustieren. Also wenn ihr wirklich was sehen wollt, da unten. Wir waren aber bei dem Lebensweg. Das heißt, der Mensch hängt in dieser Nummer und das ist also etwas, was festgeschrieben ist. Jetzt gibt es viele Esoteriker, die sagen, mein Gott, warum soll ich dann überhaupt irgendetwas machen? Alles ist festgeschrieben. Es gibt aber noch einen Seelenweg, was bei der Begradigung passiert. Ihr werdet auch an den Seelenweg angeschlossen und der Seelenweg ist der freie Wille. Das heißt, auf dem Lebensweg seid ihr auf einer fixen Bahn. Es wird passieren, was passiert in irgendeiner Form, weil von den Konstellationen habt ihr bestimmte Lernschritte euch ausgesucht und der Seelenweg ist die Bewusstheit, die Annahme und Liebe. Wir reden ja sehr viel von Chakren. An den Chakren kann man auch sehr schön Entwicklungsstufen festmachen, die wieder was mit dem Seelenweg oder den freien Willen zu tun haben. Viele Menschen sind noch gar nicht im ersten Chakra angekommen, wenn wir in Entwicklungsstufen sprechen. Die haben noch gar nicht mitgekriegt, dass sie überhaupt da sind, sind unbewusst, sind ferngesteuert, tapsen so vor sich hin, sind in ihren rigiden Formen gefangen, in ihren Charakterstrukturen. Es gibt 7 Charakterstrukturen, die sucht man sich auch vorher aus. Also es gibt Schizoid, rigide, oral, masochistisch, psychotisch, narzisstisch, passiv-aggressiv zum Beispiel. Das ist sowas, was jeder Mensch in sich trägt, eine Hauptcharakterstruktur. Und wenn er unbewusst ist, dann regiert die Charakterstruktur ihn. Er hat einen Realitätskundel. Es gibt auch Archetypen, die man als Heiler sich auch sehr gerne betrachtet. Es gibt 7 Archetypen, Heiler, Priester, König, Künstler, Gelehrter, Weiser. Dann kann man auch sehr schön gucken, was ist da los. Und dann hat man so einen Tunnelblick. Und solange man unbewusst ist, lebt das Leben einen und was wir ja hier auf dem Rainbow Festival machen, was wir eigentlich alle erreichen wollen, ist Aufwachen, Bewusstheit vom Du zum Ich und das ist das, was auch der Heiler, der Reiki-Therapeut, der PSK-Therapeut, die Engelarbeit bewirken will. Wir wollen uns wieder selbst finden und endlich anfangen,
der Herr unseres eigenen Lebens zu werden, also von der Ohnmacht in die Macht zu gehen. Das heißt, vom Bild des Lebenswegs, wenn da steht, die Tasse fällt runter, dann wird auf eurem Lebensweg die Tasse runterfallen. Habt ihr was gesehen? Hat sich was bewegt? Keiner so geguckt? So, wie schaut's aus? Gut durchatmen und ich denke, Magenmeridian, gell? Es ist so, dass bei der Dorn-Preuß-Messung oben wird es gerade sein. Kannst ja auch mal oben messen, weil dann die Muskelspannung raus ist. Das ist, wenn es nicht sofort da ist, die Muskelspannung drin ist. Es fehlen noch 1-2 Millimeter. Dann gucken wir gerne nach einem Meridian. Wir haben auch eine Shiatsu-Schule, wo man eben die Meridiane arbeitet. Hier ist sehr verspannt der rechte Magenmeridian am Oberschenkel. Das heißt, sie hat sehr viel zurückgehaltenes Ego. Der Magen steht für die Zielgerichtetheit. Der Verstand verkrampft sich vom Energiebild her. Und der Verstand sagt, ich darf nicht, ich soll nicht. Kann das sein? Ja, da ist irgendwas, was hält. Und das kann natürlich dann auch Knieprobleme geben, dass wir nicht vorwärts gehen. Das sind die Meridiane, die Seelenwege, die uns dann Signale geben, wo wir als Heiler oder als Shiatsu-Therapeut sagen, hey, schau mal, diese Meridiane sind sich am Verändern, das ist das Signal. Wenn du weiter so machst, kannst du irgendwann körperliche Probleme bekommen. Es ist gut, wenn man es mal anfasst und schaut. So mal kurz von der Gesichtsdiagnostik her. Wenn ihr Ödeme über den Augen habt, das ist ein Milzmangel, dann solltet ihr anfangen, langgekochte Hühnersuppen zu essen oder langgekochte Hülsenfrüchte, um den Milzmangel wegzubekommen. Milzmangel bedeutet auch, dass man das Trübe vom Klaren nicht gut trennen kann, Schwierigkeiten hat, Vitamine und Mineralien aufzunehmen und oft Entscheidungsschwierigkeiten hat. Unter den Augen habt ihr die Nierenränder, wäre auch thermisch warm essen, den Rücken gut warm halten, die Füße warm halten, dass die Niere mehr Kraft kriegt. Niere steht für die Partnerschaft mit mir an erster Stelle und erst dann an allen anderen. Also über die Meridiane lesen wir auch wo ihr Schmuck tragt, wo ihr Piercings habt, ob ihr den Schmuck ausziehen könnt oder ob ihr sagt, ich bin nackt ohne Schmuck. Guckt mir immer, welcher Meridian wird gerade dort stimuliert oder unterbrochen. So das klassische Beispiel ist der Bauchnabelpiercing, da sitzt die Nabelschnur, da sitzt die Milzzone. Das bedeutet dann auch, dass jemand eine Mutterproblematik hat, dass es sich abnabeln möchte. Meine 15-, 16-jährige Tochter hat auch ein Bauchnabelpiercing, muss sich auch von der Mama abnabeln, ist ganz normal. Es sind auch oft sehr sensible Menschen, die sagen, ich muss jetzt eine Grenze ziehen, dann wissen wir, hier müssen wir an der Mutterproblematik arbeiten, an der Erdung arbeiten und dementsprechend irgendwann wird das Piercing nur noch als Schmuck benutzt oder man kann es sogar ablegen. Gabriela hat ihr Piercing sehr lange festgehalten, hat mir immer unseren Spaß und jetzt hat die Mutter schwer krank geworden und sie hat sich sehr intensiv mit der Mutter beschäftigt und jetzt hat sie das Piercing ausgezogen, hat gesagt, jetzt brauche ich es nicht mehr. Genau, also das war so eine sehr schöne Entwicklung, die wir da hatten. Also nochmal vom Seelenweg, vom freien Willen her. Ihr habt den Seelenweg als freien Willen und das bedeutet, wenn ihr eine Bewusstheitsarbeit macht, Annahme und Liebe, trefft ihr eine freie Entscheidung. Ich habe eben noch gesagt, die Kaffeetasse fällt runter. Sie wird runterfallen, weil es astrologisch einfach so ist, als plattes Beispiel. Nur, ob ich dann aus meinen Mustern, aus meinen Charakterstrukturen, aus meinen Archetypen reagiere, aus meinem Erziehungskonzept und sage, Scherben bringen Unglück und dann mit solch einem Gesicht rumlaufe oder Scherben bringen Glück oder ob ich das sauber mache, ob ich mich aufrege, um Gottes Willen, die letzte Kaffeetasse, das kostet Geld. Meine Mama hat immer gesagt, schlimm, wenn was kaputt geht, Schuldgefühle entwickle. Oder es einfach wegmache, ob ich oben drüber steige, ob ich jemanden delegiere, der sauber macht, ob das einfach für mich normal ist. Das ist der freie Wille. Das heißt, wir können aus Muster heraus reagieren oder wir gehen in den freien Willen. Und das ist mit Seelenweg gemeint oder mit Bewusstseinsarbeit und Öffnung für das eigene Selbst in Annahme und Liebe. Und das ist eigentlich das, was die Heilarbeit erreichen will. Sie möchte auf der einen Seite die Seele unterstützen, was ein Heiler nicht darf. Er darf nicht körperliche Krankheiten heilen, er darf kein Schild machen, heile Rückenschmerzen, aber er darf natürlich den Rücken balancieren und schauen,
welche Themen in diesen Bereichen sich befinden und wie kann man da dran gehen und wie kann man das umsetzen. Also Lebensweg, Seelenweg. Ich wollte noch mal gern in die Chakren gehen, weil die Heiler ja gerne mit den Chakren arbeiten. Chakren tauchen auf im Reiki, in der Heilarbeit, in sehr viel Meditationsrichtung. Es gibt 7 Hauptchakren. Es gibt dann Bücher mit 21 Chakren, 28 Chakren, 100 Chakren, 1000 Chakren. Jeder Akupunkturpunkt ist im Prinzip ein Chakra, könnt ihr sagen. Dann wären wir schon bei 1000. Und es gibt da verschiedene Systeme. Es geht auch nicht darum, welches System ist richtig oder falsch, weil Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Ich mache noch mal einen kleinen Schlenker zur Meridianlehre und zur asiatischen Medizin, um das Wort Energie folgt der Aufmerksamkeit zu beschreiben. Es ist so, dass zum Beispiel die Chinesen die weiblichen Pulse auf der rechten Seite messen. Das linke Gehirn ist das männliche Gehirn. Wir alle wissen, die rechte Seite ist die männliche Seite. Nur die Chinesen wissen das nicht. Ja? Die nehmen also die weiblichen Pulse, die Ying-Pulse recht. Warum ist das so? Die sind sehr, sehr gute Pulsmesser, weil der Kaiser der König ist und so sitzt, dass seine rechte Hand auf der Ying-Seite liegt, nämlich da, wo die Sonne aufgeht und da, wo die Sonne untergeht. Und da, wo die Sonne untergeht, ist die Ying-Seite. Punkt. Das ist so, weil der Kaiser sitzt.